Schön, dass ich jetzt diese tollen 2 Tage beschließen darf. Ich starte auch einfach gleich, um sicherzustellen, dass wir nachher auch noch genug von der Mittagshitze mitbekommen. Ja, in meinem Beitrag möchte ich einen kritisch-posthumanistischen Zugang zu einer Phänomenologie des Virtuellen ausprobieren. Dabei geht es im Grunde um die Frage, was das eigentlich ist, was wir da erfahren. Wenn es schon nicht das Gleiche ist wie das, was wir physisch erleben, wenn wir miteinander in einem Raum sind, irgendwas muss es ja doch sein. Und dem versuche ich irgendwie auf den Grund zu gehen. Und das versuche ich heute mit einem kritisch-posthumanistischen Blick zu tun. Dazu wähle ich heute einen lyrischen Einstieg, beziehungsweise ich möchte das lyrisch rahmen und wir beginnen mit dem titelgebenden Gedicht sozusagen und Kernkonzepten des kritischen Posthumanismus, die ich noch einmal in Erinnerung rufen möchte. Und da möchte ich mich fragen, was bedeutet es eigentlich, dem Universum auf halber Strecke zu begegnen? Was ist damit gemeint und was lernen wir dadurch? Im zweiten Schritt mit Whitman, I am large, I contain multitudes, frage ich, was es bedeutet, dem Metaversum auf halber Strecke zu begegnen. Vielleicht ist es auch einfach das Gleiche, nur virtuell, das bleibt zu diskutieren. Und letztlich, I'm not opaque, I'm so relevant, I'm disappearing, möchte ich noch ein bisschen konkreter werden und über die virtuelle Haut sprechen oder den virtuellen Hautkontakt als Phänomen der Berührung und Begegnung im Metaversum, als Teilaspekt einer größeren Phänomenologie des Virtuellen, an der ich arbeite. Ein kleiner begrifflicher Kommentar vorab. Ich werde von VR reden, von virtueller Realität, Virtual Reality. Ich nehme das alles mit und meine damit eigentlich immer genau dasselbe, nämlich das, was wir erleben, wenn wir uns ein Head-Mounted Display aufsetzen und uns in diese technisch hergestellte Welt begeben. Ich mache ab und zu mal eine Ausnahme, um ein paar Beispiele ranzuziehen, wo ein weiterer Begriff dessen verwendet wird, wo es um ein Zusammensein oder ein Miteinander geht im virtuellen Raum, das in dem Fall dann aber bedeutet, das ist ein Zusammensein, das eben durch digitale Geräte in irgendeiner Form ermöglicht wird und einfach nicht mehr funktioniert, sobald der Strom oder das WLAN ausfällt. Das ist aber hoffentlich bemerkbar dann bei dem Beispiel. Also, we have to meet the universe halfway. Karen Barad lädt sich für ihre Essays-Sammlung und einen der Essays in dieser Sammlung, ein Vers aus einem längeren Gedicht von Alice Fulton, aus, die unter anderem folgende Zeilen schreibt: Because truths we don't suspect have a hard time making themselves felt, as when 13 species of whiptail lizards composed entirely of females stay undiscovered due to bias against such things existing. We have to meet the universe halfway. Nothing will unfold for us unless we move toward what looks to us like nothing. Faith is a cascade. Die Frage, die sich Barad im Anschluss an dieses Gedicht stellt, ist, wer sich in der wissenschaftlichen Theoriebildung eigentlich auf wen zubewegt. Bleibt das, was wir erforschen, von unserem Forscherinnenblick unberührt oder verändert es sich unter unseren Blicken? Als Quantenphysikerin mit Blick aufs Doppelspaltexperiment ist für Barad klar, dass die Beobachtungssituation und auch die Messinstrumente einen großen Einfluss darauf haben, was ist und was entdeckt wird. Und dieser ontoepistemologische Zusammenhang von Sein und Wissen beschreibt eben keine dualistische Ontologie, die nur ein entweder so oder so zulässt. Stattdessen ist aus quantentheoretischer Perspektive eine Methodologie nötig, die Raum lässt für Un/Bestimmtheit und scheinbar widersprüchliche Überlagerung. Also Quantenobjekte sind, je nach Experimentalanordnung, Teilchen und Welle. Und das hat jetzt für Barad weitreichende methodologische Konsequenzen. Die Art, wie unter anderem in der Philosophie über den Zugang zu Wissen gesprochen wird, wird diesem Zusammenhang schon rein metaphorisch einfach nicht gerecht. Wenn wir beispielsweise sagen, dass wir etwas reflektieren, dann bedeutet das, dass wir eigentlich annehmen, dass wir auf eine Sache blicken und dieser Blick kommt dann irgendwie zu uns zurück, lässt aber die Sache selbst unberührt. Also die Wellen treffen auf das Objekt und kommen irgendwie zurück, werden gebrochen. Das Objekt bleibt davon aber unberührt. Das heißt, diese Metapher funktioniert nicht, wenn wir davon ausgehen, dass das Objekt unter der Beobachtungssituation eben ontologisch auch
beeinflussbar ist. Gestern haben wir auch schon über die Projektion als Lichtmetapher gesprochen. Das wäre hier sicherlich auch interessant. Das ist aber eben hier die Reflexion, an der sich Barrett stößt. Als Gegenbegriff oder Gegenmetapher schlägt sie stattdessen die Diffraktion vor. Sie verwendet die Diffraktion synonym mit der Interferenz und meint im Prinzip das Phänomen der Überlagerung mehrerer Wellen. Na, also zwei Wellen können sich überlagern, es kommt keine Welle raus oder eine größere Welle, es ist auf jeden Fall beide Wellen oder die vielen Wellen sind in dieser resultierenden Welle enthalten. Und das nimmt sie jetzt als Metapher für auch einen methodologischen Zugang, der eben auch verschiedene Theoriezugänge gelten lässt. Und insgesamt ist die Verschränkung eine Figur, die sehr, sehr wichtig ist für diesen ethiko-ontoepistemologischen Rahmen, den Barrett hier in ihrem neumaterialistischen Posthumanismus vorschlägt. Also Wissen entsteht hier auch durch das Durcheinanderlesen verschiedener Theorien. Und dieser theoretische Rahmen, innerhalb dessen diese Metapher der Diffraktion Anwendung findet, ist der agentielle Realismus. Grundlegend hierfür ist eben diese relationale Ontologie, Sein und Wissen untrennbar verschränkt. Ontoepistemologie. Das, was sich in wissenschaftlichen oder anderen materiell diskursiven Praktiken zeigt, ist nicht vom Menschen allein oder nicht von menschlichen Diskursen allein gemacht, sondern auch andere agentielle Wirkmächte, nicht diskursiver, natürlicher, kultureller, nichtmenschlicher Art sind konstitutiv für das jeweilige Phänomen. Damit geht einerseits ein gewisser Wandel in Abhängigkeit von den aktuellen Verschränkungen einher, sowie andererseits eine Verantwortlichkeit im Rahmen eben dieser Verschränkungen. Ethiko-Ontoepistemologie. Deutlicher wird dieser Verantwortlichkeitsbegriff mit dem Begriff der Intraaktion, den Barrett statt der Interaktion verwendet. Während der Begriff der Interaktion laut Barrett suggeriert, dass hier abgeschlossene Entitäten miteinander agieren, soll die Intraaktion einen Fokus darauf legen, dass sich die miteinander verschränkten Agierenden in der Aktion gegenseitig hervorbringen. Und dass nicht-anthropomorphe Entitäten auch wirkmächtig sind, heißt aber nicht, dass man ihnen auch Intentionalität zuschreiben muss. Das ist davon noch zu trennen. Und damit ist es auch anschlussfähig aus meiner Sicht an den Verantwortungsbegriff aus der Antike, über den wir gestern gesprochen haben. Hier bedeutet diese Verantwortlichkeit vor allem, dass man sich eben gewahr sein muss dessen, dass man in Relation ist und diese Relation auch beeinflusst. Auch jenseits von wissenschaftlichen Versuchsanordnungen gibt es mit Barrett keine unabhängige Realität. Die Phänomene gehen immer erst aus der Aktion, also beispielsweise auch aus der Beobachtung vor, auch auf materieller Ebene. Das ist ein neumaterialistischer Ansatz. Damit ist auch eine gewisse Vorstellung von Materie verbunden. Im neuen Materialismus ist Materie dezidiert nicht passiv, sondern aktiv zu denken, prozesshaft. Die kleinsten Einheiten im agentiellen Realismus sind materiell diskursive Verschränkungen und Intraaktionen, die ein Phänomen rekonfigurieren. Gerade diese Hervorhebung der Wirkmächte, auch nichtmenschlicher und im alltäglichen Verständnis vielleicht passiver Elemente, steht im Kern des kritischen Posthumanismus. Wir haben es da mit einer Gegenlektüre zu tun, zu einem eurozentristischen Humanismus und einem Anthropozentrismus. Es geht also darum, diese Übermachtstellung des Menschen oder die hierarchische Höherstellung des Menschen kritisch zu dekonstruieren. Posthumanes Denken zielt dabei immer auf verleiblichtes und eingebettetes Denken oder Sein und versteht auch den Menschen immer in diesen komplexen Machtbeziehungen, die eben, wie es da steht, die Struktur des Menschseins bilden. Entsprechend spricht sich Rosie Guardotti auch gegen die Reduktion des Menschen auf ein mit globalen Computernetzwerken kompatibles Depot geistiger Fähigkeiten und gegen die Interessen der Roboterindustrie wie der für künstliche Intelligenz aus. Ja, das posthumane Subjekt ist verleiblicht und eingebettet, relational und affektiv und immer im Werden. Diese im Werden befindlichen Verschränkungen machen Aussagen über einzelne beteiligte Entitäten natürlich irgendwie schwierig und eigentlich auch hinfällig, weil die kleinste Einheit ist ja die Verschränkung.
Und diesen Verschränkungen sollen wir auf halber Strecke begegnen. I am large, I contain multitudes. Wie macht man das nun im Metaversum? Wie begegnen wir dem Metaverse halfway? Was sind hier die beteiligten Relater und was sind hier diese 13 Echsen-Spezies, die wir nicht erwarten und deshalb auch nicht entdecken können? Es geht mir dabei, auch das ist schon mehrfach angeklungen in den letzten Vorträgen, nicht um die Frage, ob die VR-Umgebung selbst real oder auch nur realistisch ist oder nicht. Die Prämisse ist ganz einfach, mit Chalmers gesprochen: Virtual Reality ist genuine reality. Die Erfahrungen, die wir in VR machen, sind reale Erfahrungen, die uns auch etwas bedeuten können. Prinzipiell kann man aber natürlich beobachten, dass VR-Technologie durchaus dazu einlädt, ein bisschen zu träumen. Ja, es ist ja plötzlich so vieles möglich. Man kann ja prinzipiell einmal alles tun, was man sonst nicht konnte, fliegen zum Beispiel, man kann sich in Tiere hineinversetzen. Das heißt nun nicht, dass wir plötzlich wirklich fliegen können, aber wir können fliegen in VR. Und das ist doch schon mal irgendwie ganz nett. Und im Kontext von dem Verständnis von Virtualität als Möglichkeit nimmt sich hier die virtuelle Realität als quasi konsequenzloser Möglichkeitsraum aus. Wir können endlich Drogenerfahrungen machen, psychedelische VR-Anwendungen ausprobieren, ohne diese lästigen analogen Konsequenzen. So viele Möglichkeiten. Ne? Sherry Turkle schreibt in den frühen 90ern davon, dass man im Internet ist es hier noch quasi jeden Charakter spielen kann, was man so möchte. Man kann jede Rolle einnehmen, man kann mehrere Rollen einnehmen, die so weit weg oder so nah am eigenen Selbst sind, wie es uns nur beliebt und dabei noch anonym sein. Oder wir erinnern uns an gestern, den Roman Snow Crash, da habe ich mir ein Zitat gemerkt, das hierzu ganz gut passt. If you're ugly, you can make yourself look beautiful. So einfach ist es. Im Cyberfeminismus der 80er und 90er Jahre ist die Hoffnung, mit dem Internet einen hierarchiefreien Raum zu haben, in dem man sich gewissermaßen aussuchen kann, was man ist, welche geschlechtliche Identitäten man sich zuschreibt, welchen Körper man hat, zwischen welchen Körpern man auch wechselt, wobei letzteres weniger mit Blick auf VR zu verstehen ist, sondern eher auf textbasierte virtuelle Welten, wo das Körperlose natürlich noch mal ein bisschen was anderes bedeutet. Haraways Cyborg ist jedenfalls eine solche frühe Shape-Changerin und darin nur eine beispielhafte Metapher für die subversive Nutzung des Internets, bei der eine Selbstmultiplizierung und auch ein Selbstwiderspruch praktisch möglich wird und das posthumane Selbst, das im Internet agiert, widerspruchslos sagen kann: Do I contradict myself? Very well, then I contradict myself. I am large, I contain multitudes. Also das Selbst im Zeitalter technischer Reproduzierbarkeit sozusagen. Bei der Frage, was in VR möglich ist und was nicht, hat man es oft mit Analogiebildungen zu tun, wie hier. Eine virtuelle Umarmung ist ja schön und gut, aber es ist irgendwie nicht das Gleiche. Das zeitigt oder das zeugt vielmehr von einem impliziten digitalen Dualismus, also von so einer harten Gegenüberstellung von der physischen Realität zur virtuellen Realität, die auch immer irgendwie gegenseitig, ja, was eben verglichen wird. Also ist das Virtuelle analog zu verstehen? Zum Analogen. Ja, wir können uns treffen in Zoom, aber das ist irgendwie was anderes. Es gibt Datenhandschuhe, über die man einen Handschlag vielleicht übertragen kann in Druck und Dauer, aber das ist doch irgendwie was anderes. Bei unserem letzten Treffen in Konstanz habe ich schon berichtet vom Kissinger, den habe ich heute nochmal mitgebracht. Über diese Geräte können wir einen Kuss vermitteln, der dann auch in Druck und Dauer an den Partner gesendet wird, und das ist ja irgendwie nett, aber es ist, ja, es ist schon nicht das Gleiche. Ja? Aber auch da möchte ich trotzdem nochmal mit Chamus im Hinterkopf sagen: A virtual kiss is a genuine kiss. Ja, und genauso können wir sagen, die Begegnungen im Virtuellen sind eben echte Begegnungen. Natürlich sind die anders, aber die sind nicht nichts deswegen. Eines, was wir jedenfalls sagen können über diese Begegnungen oder über diese Begegnungsmöglichkeiten, ist, dass sie im Gegensatz zu den nicht virtuellen Begegnungen programmiert sind.
Damit meine ich, dass das, was uns in VR begegnet, was in VR real ist, das ist programmiert, das heißt menschengemacht oder zumindest zu gewissen Teilen, es ist auf jeden Fall gemacht und fußt irgendwie auf technischen Bedingungen und geht eben auch nicht mehr, wenn wir die entsprechenden Endgeräte dazu nicht mehr haben. Das mag zumindest ein Grund dafür sein, dass mindestens der private Einsatz von VR-Technologien oder Technologien im Allgemeinen von Narrativen des Gelingens oder der Vorhersehbarkeit begleitet ist. Ja, das Ding muss einfach funktionieren. Andreas Kaminski etwa spricht von Technik als Erwartung. Im Umgang mit technischen Geräten erwarten wir zum Beispiel, dass die Dinge eben funktionieren oder wir erwarten, dass die Technologie ein gewisses Potenzial entfaltet. Wir können endlich fliegen mit VR. Wir erwarten, dass wir den Dingen vertrauen können oder manchmal erwarten wir auch, dass ein gewisses Misstrauen vielleicht gar nicht so schlecht ist, zum Beispiel wenn wir was ausdrucken möchten. Unsere Beziehung zur Technik ist also eine der Erwartungen. Und das, was wir erwarten, ist dabei, gerade bei VR, vielleicht etwas, das wir so noch nicht kennen oder können. Aber im Grunde erwarten wir Erwartbares oder zumindest nichts gänzlich Unerwartetes. Denn der Erfahrungsspielraum ist durch die EntwicklerInnen vorprogrammiert. So, Erfahrbares ist künstlich beschränkt durch das, was programmierbar ist. Das Erfahrbare ist letztlich eine Frage von Plus, Minus, Machbarkeit im Rahmen dessen, was eben die Programmierenden oder die UserInnen haben möchten. Und entsprechend ist auch hier wieder auch im Rückblick zu den Vorträgen gestern die Handlungsfreiheit in VR technisch bedingt begrenzt. Ein Zeppelin wie hier, das ist ein Selbstversuch, also ein Zeppelin, der nicht als greifbar programmiert ist, der kann auch wirklich nicht gegriffen werden. Ich habe es lange versucht. Hat nicht geklappt. Neben dieser technischen Beschränkung zeigt sich leider auch, dass der cyberfeministische Traum der hierarchiefreien, geschlechtslosen, machtfreien Räume im Internet nicht aufgeht. Also sowohl in textbasierten virtuellen Welten als auch in denen, die wir via Head-Mounted Display betreten und in denen wir uns mit selbstgestalteten und eben auch teils gegenderten Avataren bewegen, sind wir letztlich verkörpert und in potenziell hierarchische Strukturen eingelassen. Hierauf versucht nun der Technofeminismus zu reagieren mit entsprechenden performativen Praktiken, die diese Zusammenhänge austesten und herausfordern. Und bei diesem Ausprobieren an der Schnittstelle von feministischer Theorie und Technologie wird die Technologie weder verdammt noch ausschließlich affirmativ betrachtet, sondern es geht um Technologien als Werkzeuge und Praktiken, deren genderpolitische Bedeutung immer auch durch jene sozialen Kontexte bestimmt wird, die sie zugleich informieren und beeinflussen. Hier haben wir also wieder diese Wechselwirkung. Das Spiel mit der flexiblen Gestaltbarkeit der Avatare wird dann zu einem Austesten, bei dem nicht mehr so sehr im Zentrum steht, was daran alles so ist wie im echten Leben und was nicht, sondern eher, welche neuen Formen des Zusammenseins oder welche neuen Arten der Taktilität und Körperlichkeit mit und durch diese virtuellen Verkörperungen entstehen können. Kritisch posthumanistisch wird es dann, wenn diese Praktiken in diese beschriebenen Wechselwirkungen als Interaktion in den Blick kommen und die Technologien selbst als wirkmächtig thematisiert werden. Gerade in Konzeption des virtuellen Körpers zeigt sich meines Erachtens diese Grenzverschiebung sehr, sehr gut. Meeting the Metaverse halfway in Bezug auf den virtuellen Körper bedeutet also erstens, die Grenzen des Körpers irgendwie lose zu denken. Und zweitens, nicht in Analogien zu denken. Also nicht immer abzugleichen, inwiefern diese Begegnung jetzt der physischen Begegnung gleicht, sondern das Phänomen selbst an sich in den Blick zu nehmen. Die virtuelle Begegnung. Mit meiner Kollegin Alisa Kronberger habe ich das schon versucht in einem Beitrag, in dem wir mit Anlehnung an Donna Haraway gefragt haben, wen und was wir eigentlich berühren, wenn wir diese Person auf dem Bildschirm berühren, also jetzt in Zoom zum Beispiel. Damit wollten wir im Ansatz bereits das Phänomen der Berührung und der Begegnung im Virtuellen anreißen. Wir wollten dabei nicht auf eine wie auch immer geartete Analogie zurückfallen, sondern wir wollten festhalten, es ist nicht das Gleiche, aber es ist irgendwas. Wir begegnen da jemandem. Und diese Feststellung steht letztlich auch im Zentrum einer Leibphänomenologie des Virtuellen, wie sie mich interessiert und an der ich arbeite, die sich eben der Erfahrung und Erfahrbarkeit
eines körperlichen in der VR-Seins, Beieinanderseins in VR mit. I'm not opaque, I'm so relevant, I'm disappearing. Eine Phänomenologie des Virtuellen geht über die Frage hinaus, was wir berühren, wenn wir die Person auf dem Screen berühren. Hier geht es mit Blick aufs Metaversum um die Berührung in VR, also um das Phänomen einer Avatar-Avatar-Berührung. Ein Weg, über den ich mich dieser Berührung in VR nähere, ist das Konzept der virtuellen Haut. Was dazu natürlich auch gehört, ist ganz simpel die Hardware der beteiligten Technologie. Das heißt einerseits der Controller, andererseits, ich bin mal so frech und bezeichne das auch als Hardware, die UserInnen-Haut am Controller, die über haptische Signale von digitalen Prozessen affiziert wird. Hier werden vor allem Fragen des Interface-Design relevant, die unter anderem eben auch im Rahmen der Haptic Media Studies diskutiert werden. Am User Interface berühren sich Hardware im Sinne einer Haut des Digitalen und die digitale, das heißt digital affizierte Haut der UserInnen, das fleshy Interface between Bodies and Worlds. Um über die Berührung in VR zu sprechen, lohnt es sich aber, oder ist es meines Erachtens sogar zwingend, die physikalische Epidermis als Referenzpunkt hinter uns zu lassen und vielmehr den raumzeitlichen Punkt des Berührungsevents in den Blick zu nehmen, das Intersurface der Berührung. Im Falle der Avatar-Avatar-Berührung liegt dieser Punkt im weitesten Sinne eben gerade nicht an den Controllern, sondern in VR. Was sich berührt, sind die virtuellen Häute der Avatar. Es gibt nicht nur ein leibliches Zur-Welt-Sein, wie wir es aus der Phänomenologie kennen, sondern eben auch, gesprochen mit Tom Bölsdorf, ein Being in World. Auch in VR haben wir, und hier leihe ich mir Begrifflichkeiten aus den Game Studies, ein Point of View und eine gewisse Intentionalität, mit der wir uns in die virtuelle Umgebung engagieren. Point of Action. Und dieser Point of Action ist in vielen Fällen in Games, aber auch in nicht spielerischen virtuellen Umgebungen konkret verkörpert. Und zu dieser Verkörperung als Avatar gehört eben auch die Haut. Und die will ich mir anschauen. Dabei gehe ich nicht nur von der Prämisse Chalmers aus, dass Virtual Reality Genuine Reality ist, sondern unabhängig davon der Prämisse Virtual Skin Matters. Teil einer Phänomenologie des Virtuellen ist, Möglichkeiten der Berührung im Virtuellen auszuloten. Und das mache ich unter anderem über die virtuelle Haut und deren Affordanzen, die, sofern mir diese Analogie bei aller diffraktiven Lesart erlaubt ist, sich doch sehr stark unterscheidet von denen unserer Haut, die wir alle kennen und haben. Zum Schluss drei Schlaglichter hierauf. Erstens. Körperliche Erscheinung. Die kontingente, räumlich dehnbare UserInnen-Haut steht einer virtuellen Haut gegenüber, die ihre Dehnbarkeit über Zeit oder vielmehr Zeitlosigkeit entfaltet. Da oben seht ihr die virtuelle Influencerin Lil Micaela, die 2016, ich sag mal, auf den Markt gegangen ist, als 19-year-old Robot living in LA. Heute, 2024, ist sie sage und schreibe 21 Jahre alt, nach 8 Jahren, glaube ich, und sieht im Prinzip noch genauso aus wie damals. Und auch unten sieht man das Memoji oder ein Memoji im Begriff des Entstehens sozusagen. Und das kann ja im Prinzip auch nur als ironischer Kommentar zur Haut des Menschen gelesen werden, die in tatsächlichen raumzeitlichen physischen Gefügen altern. Ja? Und es stehen aktuell bei der Gestaltung eines Memojis 46 verschiedene Brillenmodelle zur Verfügung, aber nur 12 Nasen. Und wer hier am Ende wen karikiert, ist am Ende irgendwie nicht mehr auszumachen. Ja, trotz vielfältiger Gestaltungsmöglichkeiten neigen UserInnen dazu, diese Avatare sich selbst irgendwie ähnlich zu machen, wie ich es ja natürlich mit Absicht versucht habe. Aber das bedeutet auch im negativen Sinne, dass hautbezogene diskriminierende Verhaltensmuster sich in virtuelle Praktiken eben einschreiben. Wir haben das zum Beispiel bei der Shooter-Bias in Gaming-Kontexten, dass die Hautfarbe von Avataren eben beeinflusst, wann und wie schnell und auf wen geschossen wird in Games. Zweitens, Verletzlichkeit.
Zahlreiche Übergriffe, vermehrt sexuelle Übergriffe auf virtuelle Avatare zeigen, dass auch virtuelle Haut als Grenze fungiert, deren Überschreiten eine moralisch relevante Handlung darstellt. Ja, zwar tragen die SpielerInnen keine konkreten physischen Schäden davon, aber in höchstem Maße betroffen sind sie doch. Verletzlichkeit entfaltet sich in VR, also jenseits der Grenzen physischer Gewalt, und greift stattdessen vor allem in diese komplexen User-in-Avatar-Verhältnisse ein. Drittens, Instabilität und Glitch. Die Brüchigkeit virtueller Haut zeigt sich zum einen in der Störungsanfälligkeit technischer Apparate und zum anderen in der technisch bedingten Begrenzung des Darstellbaren. Hier können wir zum Beispiel von praktischer Heterochromie sprechen, Jörg, genau. Es liegt einfach eine technisch bedingte Limitierung vor, dessen, was wir tun können. Diese Grenzen auszureizen und den Glitch proaktiv zu verkörpern, ist sowohl die Agenda des Glitch Feminism, ein Manifesto, das Lexi Russell letztes Jahr rausgebracht hat, vor 2 Jahren, als auch Thema zahlreicher künstlerischer Praktiken von MedienkünstlerInnen, die mit VR arbeiten. Anatomisch nicht ganz wie gewohnt, sieht es zum Beispiel aus, wenn wir beim Full-Body-Tracking einen Sensor auf den Knien haben, der verrutscht und das Knie unseres Avatars plötzlich in die falsche Richtung knickt, wir aber trotzdem in VR schmerzfrei laufen können. Als instabil und glitschig erweist sich die virtuelle Haut je nach Anwendung, aber auch dann, wenn sie funktioniert. Hier auf dem Bild unten, wenn ich meinen Arm meinem Gesicht nähere, wird plötzlich diese Haut unsichtbar. Will ich einem virtuellen Gegenstand nicht ausweichen, kann ich im Zweifelsfall auch einfach durchlaufen. In je spezifischen Aushandlungsprozessen mit der VR-Anwendung schreiben und lösen sich diese Hautgrenzen also immer wieder neu. Und die Instabilität virtueller Haut ist dann ganz schnell einfach nur noch performative Praktikabilität in der Bewegung durch virtuelle Räume. Dabei wird deutlich, auch im Sinne von sichtbar, wie so eine Interaktion im Virtuellen aussehen kann, mit aller Wahrheit und Durchlässigkeit von den fälschlich erwarteten Begrenzungen von Haut. Virtuelle Haut wird durchsichtig, sie wird getauscht, radiert und gedehnt. Also alles Praktiken, die im Virtuellen, und hier kommen uns dann diese 13 unerwarteten Lizards entgegen, ganz anders und überhaupt nicht analog zur physischen Haut funktionieren. I'm not opaque, I'm so relevant, I'm disappearing. Look for me with your hands. Don't use the computer. So will ich weitermachen mit der Phänomenologie des Virtuellen, indem ich zum Beispiel die virtuelle Haut als Akteurin in der virtuellen Berührung thematisiere, als nicht anthropomorphes Element an potenziell anthropomorphen Avataren. Die virtuelle Haut jedenfalls strukturiert auf moralisch relevanter Ebene unsere Begegnungen und Berührungen. Und dieser Zugang ist, wie gesagt, nur ein kleiner Teil dessen, was ich mit einer größeren Leibphänomenologie des Virtuellen versuchen möchte, die durchaus natürlich auch ethische Implikationen hat, wie wir heute schon oft andiskutiert haben. Und welche das sein müssen, das bleibt zu diskutieren. Und ich danke und ich freue mich auf die Diskussion.